Beispiel Minifiguren in den Lego-Sets sind eine relativ junge Erfindung. Als ich ein Kind war, gab es die nicht. Da gab es bei Lego nur die Bausteine, zusätzlich noch ein paar Fenster und Räder, aber längst nicht die Vielfalt, die es heute gibt. Die erste Lego-Minifigur wurde 1978 eingeführt. Es handelte sich um einen Polizisten. Inzwischen gibt es natürlich viele verschiedene dieser Figuren, teilweise mit einem hohen Sammlerwert. Es gibt Figuren aus populären Filmen wie Star Wars und so weiter. Aber wie viele sind insgesamt von diesen Figuren hergestellt worden? Die Firma Lego ist immer sehr zurückhaltend mit ihren Produktionszahlen. Im Jahr 2015 hat sie zwei wichtige Zahlen bekannt gegeben. Erstens, dass bis dahin 5 Milliarden dieser Figuren gepresst worden waren. Und zweitens, dass in diesem letzten Jahr 725 Millionen Figuren gepresst worden seien. Und wenn man diese Entwicklung fortschreibt, also mit derselben Jahresproduktion, dann ergibt sich eine steile Kurve, die irgendwann im Jahr 2018 oder 2019 die Kurve der Weltbevölkerung bei einer Zahl von etwa 7,9 Milliarden geschnitten hat. Man kann auch davon ausgehen, dass nur ein kleiner Teil dieser Figuren die Welt wieder verlassen hat, denn das Plastik, aus dem sie bestehen, ist ja nun mal sehr dauerhaft. Und deshalb kann man tatsächlich davon ausgehen, dass es heute auf der Welt mehr Lego-Minifiguren gibt als Menschen. Stellen auch Sie Ihre alltäglichste Frage unter stimmts@radio1.de.